So, herzlich willkommen zur 6. Folge Deponia. Und wir sind hier in der Gasse, da haben wir einen Papagei. Geh mal doch mal zur Notfallstation. Die Notfallstation macht Mittag? Na toll. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein nuklearbetriebener Satellit könnte auf Kuvak stürzen. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern befreien. Denkt denn niemand mit? Okay, das heißt, da kommen wir im Moment nicht rein. Gehen wir erst mal in die Kneipe. Rufus, ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super, danke. Damit kann man nichts machen. Ein roter Vorhang, ein Schild, dann so zur Gasse und ein Wertfall. Ein Schild. Plörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Na, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Was haben wir denn für den Schwamm? Ich hab ja was, das dich interessieren könnte. Na, da bin ich aber mal gespannt. Was ist es? Begleichst du deine Schulden bei mir? Das nicht, aber. Dann bin ich nicht interessiert. Du, Lonzo. Ja. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuvak. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Ja, mal wieder ein Dialog, ne? Ich probiere hier mal wieder alles aus. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar, sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Also der Barkeeper ist ganz gut. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn. Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo, alles klar? Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte doch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espressomaschine, aber Geil. nicht irgendeine Espressomaschine. Dies ist die Mutter aller Espressomaschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube,
Es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrakel. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Na toll, also wir haben ein Rezept. Gehen wir mal wieder zur Gasse. Und die Espressomaschine gefällt mir irgendwie. Darum war immer noch nicht weiter wahrscheinlich. Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Gehen wir doch mal rein. Gizmo ist nicht da. Zieh mir doch mal an dem Hebel. Hallo? Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool! Feuerlöscher. Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Okay. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Komm mal. Asbesthandschuhe. Wow. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Ich nehme hier einfach mal alles mit, ne? Wisst ja. Blasen wir ein Luftballonchen auf. Können wir sonst auch so machen. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Kann man hier sonst so irgendwas machen? Ich guck mal hier, so ein Baum, kann man mal ansehen. Na, kann man eigentlich es ist machen. Der letzte Baum hier. Hoffentlich geht der nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Gut. Was können wir denn da machen? Da besteht keine Fluchtgefahr. Ach, ich habe schon eine Idee. Wir ziehen den Hebel wieder runter auf die Polizeistellung. Fußfessel, kann man damit irgendwie das Zellengitter aufkriegen? Da besteht keine Fluchtgefahr. Okay. Dann den Hebel wieder runterziehen. So, und
steht ja auch kein Funkgefahr. Du sollst hier nicht runtergehen. Naja. So, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. In der nächsten Folge gehe ich mal beim Rathaus. Gucken, ob sich da was getan hat. Aber jetzt erstmal.